Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Chainsaw wird 4, der Dennis spielt das. Hier zusammen auf dem PC. Ja, unsere Aufgabe ist es heute, den EC73, mag fiktiv sein, von Lübeck nach Hamburg zu fahren an diesem späten Abend. Es ist 21:10 Uhr. Wir haben gleich Ausfahrt. Ich muss die Tür noch öffnen, die Route noch legen. Hier ist einiges los an dem Bahnhof, wie ihr seht. Also es ist schon echt voll hier. Ich habe extra 21:10 Uhr genommen, weil um 21 Uhr ist hier echt jedes Gleis besetzt. Also man hat keine Chance, hier seinen Zug hin zu spawnen. Deswegen habe ich 10 Minuten später genommen, damit wir wenigstens ein Gleis frei haben, weil ihr seht, hier ist wirklich einiges los in Hamburg, ach in Lübeck. Und wie gesagt, darum habe ich 10 Minuten später genommen, weil wir sonst echt kein freies Gleis gehabt hätten. Wie gesagt, ich habe mir heute diese beiden schnuckligen 218 rausgesucht in der NESA-Lackierung, wie ihr lesen könnt. 218-105-5 ist Zugpferd und unterstützt wird sie noch von ihrer Schwesterlok. 218-105-5, also es sind anscheinend, ja, es sind beides die gleichen Zugnummern. Hatte ich so auch noch nicht in der Form, aber es ist halt so. Und hinten dran habe ich schön die Wagen der Rheingold Lackierung dran gehangen. Wunderschön im Sonnenaufgang, macht das wirklich was her, finde ich. Vor allem, wenn man hier so hingeht, wo das Dach aufhört. Ja, unser Zug ist ein wenig lang für diesen Bahnsteig, aber wie gesagt, anders ging es leider nicht. Ihr seht, es ist fast jedes Gleis besetzt. Deswegen habe ich mir jetzt das ausgesucht und ja. So, wie gesagt, wir müssen noch eine Route legen, die Fahrgäste einsteigen lassen, den Zug noch ein wenig aufrüsten und dann können wir eigentlich auch abfahren. Wie gesagt, 56 Kilometer bis Hamburg und ich würde sagen, wir machen jetzt ein kleines, schickes, hübsches Foto von der ganzen Sache. Ich nehme übrigens wieder mit OBS auf. Das andere Aufnahmeprogramm Nvidia hat sich irgendwie abgemeldet, es will nicht mehr, ich weiß nicht warum. Aber OBS tut es genauso, ist auch 4K und ja, wie gesagt, wir beginnen. Und zwar damit, dass wir wie gesagt hier unseren Zug aufrüsten, aber wir können uns erstmal was anderes anschauen. Und zwar eine schicke Parallelfahrt von zwei KI-Zügen. Das hat man ja so in der Form auch noch nicht gesehen. Aber doch da auch noch glatt ein Foto von. So, das sieht doch auch richtig schön aus, würde ich sagen. Also die 218 auf gleicher Höhe, das ist einfach wunderschön. Das muss man ganz klar so sagen. So, auch noch ein schickes Screenshot von. Und dann sehen wir zu, dass wir hier auch gleich wegkommen. Das sieht doch schick aus. Richtig schön. Richtig schön. Die 628 und die Dossos, geschoben von der 146. Einfach traumhaft. Wunderschön. So, wir müssen erstmal Folgendes machen, und zwar müssen wir die Motoren anschmeißen, und zwar beide. So, das schauen wir uns jetzt mal an, würde ich sagen. Müsste jetzt gleich anspringen. Wunderbar, da qualmt es. Lok Nummer 2 läuft. So, da müssen wir vorne natürlich noch anschmeißen. So, ach, da ich das sonst vergesse, ich wollte das noch mal eben kurz zeigen, weil ich da letztens so viele Nachfragen hatte zu. Also, es ist in den normalen Loks nicht möglich, mit Y in den Maschinenraum zu kommen. Das ist nur in den Loks möglich, die diesen Kuppelmod haben, also diesen Multikuppelmod oder diesen Scharfenberg Kuppelmod. Nur in diesen Loks kann man mit der Taste Y auf dem Controller in den Maschinenraum kommen. Das nur mal so nebenbei. In den normalen offiziellen BR218 Loks funktioniert das nicht. Das nur mal so am Rande. Also es funktioniert nur in diesen Mod-Logs. Das nur mal so nebenbei.
So, Instrumentenbeleuchtung ein. Zugbeleuchtung ein für die Fahrgäste, genau. Ansonsten sind wir hier, glaube ich, fertig. Müssen wir uns noch eine Route legen. Zugsicherungssystem müssen wir gleich noch einstellen, genau, das müssen wir noch machen. So, dann suchen wir uns hier mal ein schickes Gleis in Hamburg aus. Natürlich können wir nicht auf die Gleise fahren, versteht sich, glaube ich, von selbst, aber hier können wir drauf fahren. Oder ist das weichenmäßig möglich, wenn wir hier lang fahren? Nee, das ist tatsächlich nicht möglich. Selbst wenn wir hier das äußere Gleis nehmen, kommen wir nicht hier rüber. Das ist kein Gleis, keine Weiche. Na gut, dann nehmen wir das Gleis. Dann nehmen wir das Gleis. Zack. So, vorhin hatten wir grün bei der Probe, jetzt nicht. Warum nicht? Ist da wieder irgendjemand im Weg? Fahren hier außen rum, logischerweise. Dann fahren wir hier rum. Da fährt einer. Ja gut, der ist ja gleich weg. Wie immer. Der dürfte ja gleich weg sein. Wir haben ja eh noch Fahrgasteinstieg. Ansonsten entfernen wir den gleich. So. Oder die sind noch vor uns. Das kann natürlich auch sein. Der fährt nach da aus. Hier ist alles frei. Andere Seite ist auch alles frei. Also hier kann es nicht dran liegen. So, dann schauen wir noch mal kartenmäßig, da irgendwas kommt oder irgendwas fährt. Da kommt was, das könnte natürlich. Das entfernen wir mal. Siehst du, der war's. Gut, dann schließen wir die Türen. Zugsicherungssysteme noch. So. Und dann haben wir, glaube ich, Ausfahrt, würde ich sagen. Türen sind geschlossen, sehr schön. Dann genießen wir mal Doppel-Diesel-Power. Bei der Ausfahrt, würde ich sagen. Lösen die Bremsen. Und auf geht's. Wunderschön, wunderschön. Elf Wagen haben wir angehangen. Ach geil, ich liebe es. Ich liebe es. So, ich glaube, die Zugheizung können wir auslassen im Juli. Ach, 90. Dann können wir auch weiter aufschalten.
Wunderschön. Wunderschön. Fahre schön oben links an, rechts an dem Güterumschlagplatz vorbei. Güterbahnhof. Nicht zu schnell werden hier. So, ein bisschen ausschalten müssen wir schon. Dann können wir auch gleich schon 140 fahren. Die Höchstgeschwindigkeit dieser beiden Loks. Wunderbar, wunderbar. So, und volle Power. Richtig schön, richtig schön. So fahren wir mit unserem EC nach Hamburg. EC 73. Im Nesak Repaint. In den Sonnenuntergang. Einfach nur traumhaft. Kommen wir natürlich nur sehr langsam auf die Geschwindigkeit, aber das ist ja auch kein Wunder bei 11 Wagen. Ist zwar Doppeltraktion, aber trotzdem haben die zu ziehen. Jetzt geht es ein bisschen einfacher, mal ein bisschen bergab hier.
weiß gar nicht, ob es den EC73 überhaupt wirklich gibt. Zumindest nicht auf der, auf dieser Strecke. Aber wahrscheinlich nicht. Ich meine, den EC73 gibt es, aber nicht auf dieser Strecke. Ich glaube, der fährt bei Dresden rum Richtung Prag. Ich mich nicht ganz täusche. Aber so richtig sicher bin ich mir da auch nicht. So, 47 Kilometer noch. Natürlich muss in Hamburg der Zug von einer Rangierlok aus dem Bahnhof gezogen werden, mangels Steuerwagen. Die beiden 218 stellen sich dann ins BW, warten auf ihren nächsten Einsatz. So ungefähr ist der Ablauf der Deutschen Bahn. Fahren wir ein bisschen schneller, ist jetzt auch nicht so tragisch. Statt 140, 146 ist das halt so. Aber ich denke, wir kommen gut voran hier. Die Sonne verschwindet langsam. So, jetzt mal wieder ein bisschen aufschalten. Also das ist echt hier so eine Sache mit der 218. Die Geschwindigkeit zu halten, das ist wirklich nicht einfach. Wir haben gleich rot. Was hat das denn wieder zu sagen? Ist das da wieder einer im Weg? Wahrscheinlich. Ist da wieder irgendwo einer unterwegs, der vielleicht irgendwo am Bahnhof steht oder sonst wie. Da kommt
kommt auf jeden Fall ein Fernzug. ICE3, wenn ich mich nicht täusche, ja. Das rote Signal ist genau vom Bahnsteig. Also ich denke mal, dass da wohl vom Bahn, am Bahnhof einer steht. Ah, es hat sich erledigt. Haben wir das nächste rote Signal wieder erledigt. Also irgendwo, irgendwas ist uns hier im Weg. Wieder rot. Gelb, grün. So, ist gerade ein bisschen tricky hier. Eh noch unter Beeinflussung. Wieder rot. Werde, was ist uns denn da im Weg? Da fährt was. Sieht nach einem Nahverkehrszug aus. So, hoffentlich ist er diesmal ein bisschen weggefahren.
So, ich hoffe, dass wir jetzt mal verschont bleiben hier mit den roten Signalen, dass er jetzt vor uns ein bisschen weggefahren ist. Wenn wir hier noch 34 Kilometer zu fahren. Wunderschön, wunderschön. Ich weiß aber noch nicht, ob ich genau, ob ich bis Hamburg fahre, weil das doch schon ganz schön lange ist. Ich habe gestern schon so ein langes Video gemacht, ich das vielleicht heute ein bisschen abkürze. So, haben wir das mal ein bisschen heller gemacht alles. Und gleich 110. Aber dann dürfen wir gleich nach der 90 endlich 160. Also dann bauen wir uns um Geschwindigkeit, dass wir zu schnell werden, nicht keine Sorgen mehr machen. Also 160 schafft die nicht. Glaube ich nicht. Aber man kann es ja versuchen.
Wobei, können. Ah, Gegenzug, sehr schön. RE. Können ja ein bisschen bremsen um E gleich 90. Dürfte sich jetzt da 140, 160 zeigt ja gar nicht an, weil wir das mit der Lok eh nicht fahren können oder dürfen. Deswegen bleiben wir bei 140, was jetzt aber auch nicht so tragisch. Güterzug. Wunderschön, wunderschön. So, eine halbe Stunde haben wir schon Aufnahmezeit. Beziehungsweise sind wir auch schon unterwegs hier. Über 30 Kilometer haben wir jetzt schon hinter uns. Das waren ursprünglich mal 56, sind jetzt bei 22, also über 30 Kilometer schon geschafft. Wunderbar, war das auch hinbekommen. Schön, wunderschön. Voll der Ast im Weg, aber geht wohl. So, es ist auch langsam dunkel geworden. Die Sonne ist weg.
Nicht zu schnell werden hier. So, die letzten 15 Kilometer noch auf dem Weg nach Hamburg Hauptbahnhof mit unserem EC73, gezogen von einer Doppeltraktion 218 in Nesa-Lackierung. Es ist jetzt dunkel geworden, alter Schwede. So, wollen wir eigentlich gar nicht mehr großartig schneller fahren. Ist eh gleich 120. Und ich denke mal, in den letzten 10 Kilometern wird da jetzt nicht mehr so viel passieren mit Geschwindigkeit nach oben, eher nach unten. Von daher reicht das eigentlich so. Ach ja. So, mal schon mal Leistung weg.
So, 120. Und dann kommt jetzt, glaube ich, die letzte Bahn, auf dem wir passieren, bevor wir dann zum Hauptbahnhof fahren. Das ist schon das Riesenrad, das hier alljährlich steht, beziehungsweise das ganze Jahr, im Winter wie im Sommer, wenn ihr bestimmte Voraussetzungen in der Mastery erfüllt habt, dann könnt ihr das aktivieren und dann seht ihr das hier auf der Strecke stehen, kurz vor Hamburg. Natürlich schön auch so beleuchtet. Muss man ja mal ganz klar sagen. Das ist schon echt geil. Schon echt nice. Richtig schön. So, gleich 100. Während hier die ganzen REs und so weiter anhalten, an diesen kleinen, ja, Bahnhöfen, kleinen Stationen, wie auch immer. So, da ist ein rotes Signal. Ach, hat sich jetzt gerade erledigt. Sehr schön. Aber wir müssen eh runter auf 60. Wahrscheinlich equitieren müssen. Irgendwo hier vorne. So, wir sehen, im Zug ist natürlich die Beleuchtung eingeschaltet, wird die Fahrgäste nicht im Dunkeln sitzen. So, hier dürfen wir quittieren. Sehen, dass wir hier nicht zu schnell werden.
40. Fahren wir schön gemütlich in den Hamburger Hauptbahnhof ein um 21:52 Uhr. Ich denke mal so 5 vor 10, kurz vor 10 werden wir wohl am Bahnhof stehen. Das dauert jetzt hier noch einen kleinen Moment. Das müssen wir ein bisschen dazu geben an Leistung. Jetzt kommen wir den Berg nicht hoch. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal quittieren. Oder auch nicht. Ich tue es trotzdem mal. Ich traue dem Ganzen nicht. So, Gleis 8 werden wir einfahren. Da wären wir. Wunderbar. Hat ja alles soweit funktioniert. Keine großen Probleme, keine Zwangse. Am Anfang ein paar rote Signale. Auch die haben wir dann einigermaßen gemeistert. Haben es von dem Nahverkehrszug einigermaßen gelöst, sodass wir dann im Nachhinein keine roten Signale mehr hatten und schön flüssig durchfahren konnten. Dass wir hier schön geschmeidig und entspannt in Hamburg angekommen sind. Sehr nice. Ja, da vorne, nur noch Zeit. Ich war ziemlich großzügig mit dem Platz hier, mit dem Bahnsteig. Aber wir haben ja auch einen Langzug. 13 Fahrzeuge, wenn man das so nennen darf. Sehr schön. Damit wären wir in Hamburg. Öffnen die Türen. Und wir machen was ganz Wichtiges, nämlich hier die Motoren aus. Natürlich. So. Dann ist für uns hier in Hamburg Feierabend. Abschließen, genau. Dann raus hier.
Wunderbar. Damit hätten wir das soweit erledigt. Unseren Job, den EC73, diesmal nicht mit der BR101, sondern mit einer Doppeltraktion 218 hier nach Hamburg zu fahren. Das hat soweit funktioniert. Haben jetzt, wie gesagt, Feierabend, könnten jetzt noch abkoppeln, die Schwestern in die Abstellung fahren, ins BW. Das lassen wir mal. Für uns ist jetzt hier Schluss. Feierabend in Hamburg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt einen schönen Sonntag, habt eine schöne Woche. Für mich sind es die letzten beiden Wochen vom Urlaub. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Und was soll ich noch sagen? Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Hier aus Hamburg. Macht's gut. Bye, bye.